Faire Wirtschaft ist für mich auf jeden Fall, dass die Menschen, die arbeiten, fair belohnt werden für ihre Arbeit. Dafür sorgen, dass auch dort, wo die Wertschöpfung betrieben wird, auch Steuergelder dann landen. Faire Wirtschaft. Eine mögliche Beteiligung für alle, die Teil an der Wirtschaft haben wollen. Wenn man einfach aus diesen ganzen Riesenfirmen, die irgendwie super kapitalistisch arbeiten, irgendwie Gewinn ziehen könnte. Dass ich weiß, dass ich wo kaufen kann, wo ich kein schlechtes Gewissen haben muss. Wenn man mit mehreren Menschen zusammen daran arbeiten könnte, dann denke ich, könnte das auf jeden Fall Dinge verbessern, die momentan vielleicht schieflaufen. Vermondo ist der Online-Marktplatz in Hand der Nutzerinnen und Nutzer. Mit unserer Plattform stellen wir den Marktriesen eine faire Alternative gegenüber, die unabhängig ist von großen Investoren und die verantwortungsvollen Konsum fördert, anstatt zu blindem Kaufrausch zu animieren. Als Genossenschaft sind wir dabei konsequent transparent und demokratisch verantwortlich. Seit über 2 Jahren ist unser Marktplatz nun online. Erfreulicherweise gibt es jetzt gleich eine ganze Reihe guter Nachrichten, die neues Potenzial für unser großes Projekt mit sich bringen. Erstens hat sich unser Team weiter verstärkt. Insbesondere haben wir einen neuen Geschäftsführer, der reichhaltige Erfahrungen im Bereich E-Commerce und Controlling mit sich bringt. Hallo, ich bin Michael und seit 2 Monaten Geschäftsführer von Vermondo. Als ich das erste Mal von Vermondo gehört habe, war ich sofort von dem Unternehmensmodell fasziniert. Um dem eigenen Transparenzanspruch besser gerecht zu werden, war eines der ersten Projekte, bei denen ich mitwirkte, die Neugestaltung der Transparenzseite. Aktuell arbeiten wir an einer Reihe strategischer Maßnahmen, die Vermondo in die Gewinnzone führen und als erfolgreiche Alternative im Onlinehandel etablieren. Und nicht zuletzt geht es auch international voran. In England und den USA gibt es bereits Teams, die daran arbeiten, Vermondo in ihr Land zu bringen. Hello, I'm Richard. Hello, I'm Jack. And we're from Vermondo UK. Hello, I'm Joseph Elliott from California, co-founder of Fair Pay Cooperative. I'm excited to be a part of the Vermondo International Initiative. For me, Fernando presents the desperately needed model of enterprise which values workers, community, radical transparency and a truly democratic economic system. Mit dieser Kampagne möchten wir uns dafür aufstellen, dieses Potenzial wirklich zu nutzen. Um unseren Marktplatz weiterzuentwickeln, brauchen wir zusätzliche Mittel, um Programmierer zu bezahlen. Auch um unsere internationalen Partner unterstützen zu können und vor allem unsere Marktplatzsoftware auf die Internationalisierung vorzubereiten, brauchen wir weitere Ressourcen. Wir freuen uns über alle, die mit einsteigen und uns dabei helfen, Vermondo weiter erfolgreich zu machen. Für mich ist wichtig, eine Alternative zu haben, wenn es zum Beispiel darum geht, was ich esse oder welche Kleidung ich trage. Und Vermondo ist für mich die Alternative im Onlinehandel. Wir haben in den Industrieländern eine besonders große wirtschaftliche Verantwortung. Bei Vermondo gehen wir den ersten Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen Unternehmen, bei denen es auch um den Menschen geht und nicht nur um Profit um jeden Preis. Wenn ich bei Vermondo einkaufe, habe ich einfach ein gutes Gefühl, weil ich weiß, dass ich etwas Gutes unterstütze. Gemeinsam bauen wir eine Alternative zu den Marktriesen auf. Ein Marktplatz, der in euren Händen liegt und in eurem Interesse handelt. Das schaffen wir nur, wenn sich viele beteiligen. Mach es möglich!